Hallihallo und herzlich willkommen bei der Megadrake Kingdom Vorstellungsrunde. Vorstellungsvideo von unserer aktivsten Welt. In der Kingdom-Welt haben wir verschiedene Königreiche. Hier das Grüne, hier das Rote, dann gibt es noch ein blaues und ein magentafarbenes, ein gelbes Königreich, also Magenta und Gelb ein bisschen. Ja, die machen dann so im Rollenspiel-Manier, also alles ist so ein bisschen Rollenspiel gehalten, wie in einem Rollenspiel halt, wie so Skyrim, so machen wir dann Krieg und momentan sind wir alles im Aufbau und hier sieht man eigentlich schon die erste Stadt, ja, Stadt noch nicht, aber noch viel, bisschen wenig Gebäude vom Roten Reich, also Rot-Schwarz. Und grün-schwarz und blau hat dann auch noch eine Farbe, wahrscheinlich auch ein bisschen grün drin. Wir wollen einfach, dass man die Wappen dann mehrfarbig machen und nicht nur rot. Und ja, da beginnen wir mal mit dem grünen Reich. Der hat da vorne eine Bar, die noch im Bau ist. Hier entsteht die Bar de la Gyre. Okay. Im schönen Fichtenholz gehalten mit Stone Bricks. Steinklötze, Burgklötze nenne ich meistens auch. Hier ist ein Grundstück von TB Gamer, der hat noch nicht viel gemacht. Kommt vielleicht später dann. Da ist Beitrittsanfrage, also wer ins Reich will, der darf. Und wir müssen noch ein Plugin haben, wo man die Spielerfarbe dann umändern kann. Das kommt alles. So, also hier vorne waren Grundstücke von Spielern. Und ja, hier haben wir zwei Verteidigungstürme, die mit Redstone und Werfer so Sachen rauswerfen. Pfeile. Okay. Und hier eine Akademie, also Militärakademie oder so. Da ist der Knopf. Jo, hier sind ein paar Dingsständer, Kleiderständer. Und hier unten hat es Wappen, Ding, wie sagt man? Ja, zum Items einfach reintun. Kommen wir gerade nicht aufs Wort. Und hier haben wir noch einen Magier, ja, einen Zauberturm mit den Zaubertischen. So, dann gehen wir weiter. Hier hat es noch ein Grundstück, das noch leer ist. Noch niemand drin ist. Hier haben wir einen Marktplatz, hier haben wir sogar einen Henker. Wie es gewohnt ist im Mittelalter für die nicht so doll netten Leute hier. Vor allem die NPCs, die sind richtig böse, die man mit Dingen macht. Kittys 2. So, hier ist ich Griefe LP. Der hat einen schönen Namen, weil er irgendwie, weiß nicht, den Namen nicht wollte, aber trotzdem irgendwie gemacht hat. Er grieft natürlich nicht. Hier haben wir einen Turm. Einen Wachturm mit ganz vielen Schützen drauf. Das ist eben das Kittys 2 Plugin, wo diese NPCs machen kann. Und hier ist Novelims, dem Anführer, sein Herrenhaus. Gucken wir kurz rein. Hier hat es auch ein paar. Okay. Ja, der will es warm. Der will es schön schnuckelig warm. Hier haben wir einen Herd gehabt. Hier oben haben wir aus Ambrosen richtig nett einen Tisch und einen Thron. Da kann man auch draufsetzen mit dem Sitz-Plugin. Und hier oben haben wir noch ein Bett von ihm und auch einen Tisch. So. Gut, ich mache mal das Fenster zu, sonst hört man zu viel Autogeräusche im Video. So. Aber es ist einfach zu heiß nach einiger Zeit hier drinnen im Zimmer. Da muss ich eigentlich das Fenster immer offen haben. Es ist richtig stickig sonst. So, und dann haben wir hier auch noch eins. Ein Haus, das ja schon recht weit ist. Wahrscheinlich von Kit, dem Neuen. Ja, der ist nicht mehr drin. So, dann haben wir hier noch ein Grundstück vom Roten Reich. Jetzt gehen wir zum Roten Reich rüber. Hier haben wir ein altes Haus von Herr Borgmann. Da können wir auch mal kurz reinschauen.
Tür ist nicht gesichert. Ja, paar Köpfe hier von Spielern. Und hier oben ist noch nichts. Tomcom, Krieger von dem Owner. 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 Und hier haben wir Tom, Top Krems, glaube ich, Haus. Mit dem Heinrich zusammen, der ist auch nicht gerade online. Und hier haben wir jetzt mal so Kleiderstände gemacht, zu gut von ihm, weil er so nett ist. Und die Arme haben und auch etwas tragen können, das kann man mit einem Comment machen. Und ja, so Sachen machen wir gerne als OP, den Leuten, die wirklich nicht für den Server arbeiten und auch ja, es verdient haben. So, hier haben wir eine Burg, die habe ich gebaut und Pauli Witz was. Und Feiterberg, glaube ich. Weiß jetzt nicht mehr genau, die ist schon älter, die Burg. Die hat hier unten so ein bisschen Schaufenster. Und hier oben eine Falle, da kommt man nämlich nicht raus ohne Bauberechtigung. Haben wir einfach mal so genannt. Leider müssen dann die Spieler einem ja, anfragen, dass sie rausteleportiert werden, weil es kein Warp-Plugin gibt, weil die verbuggt sind. Und hier ist Holy Utos Haus. Genau. Ein bisschen ein Name, den ich nicht behalten kann. Eine Verschwörung. Das geht mal gar nicht. Das ist das Lila Reich gewesen. Also Magenta Reich. Das geht mal gar nicht. Eine Verschwörung. Heieieiei. So, hier oben ist nichts mehr. Und hier unten eigentlich auch nichts mehr Neues. Also, habe ich eigentlich alles gezeigt unten. Wir gehen nachher noch kurz die Brücke dort drüber. Das ist alles ein bisschen mit Word Edit gemacht. Ist noch nicht so schön, aber wird hoffentlich noch schön gemacht. Pauli Witz ist recht aktiv hier. Seine Stadt sozusagen. Hier haben wir sogar einen Brückenbanner. Mit seinem Shisha-Stand. Schaschlik. Nein, Shisha. Und ja, das ist alles so ein bisschen chinesisch gehalten. Übrigens unser Reich japanisch. Und einfach asiatisch. Also auch thailändisch, vietnamesisch und so weiter. Und hier haben wir etwas ganz Besonderes für die Leute, die schon 18 plus sind. Eine Bar mit ja, Tischen hier. Extra Sitz. Ja, Kissen wie die Japaner. Hier Shisha-Stände. Auch wieder mit Sitzpolster. Und hier haben wir Pole Dance. Kann man hinsetzen und eher zuschauen, wie sie Pole danced. Hier ein Stripper. Und ja, Betten natürlich zum ja, bisschen kneten. Und nochmals eine Stange. Gut, das habe ich gebaut, Holy Uto. Ich und Holy Uto haben das gebaut. Und dann haben wir das Haus von Pauli Witz hier. Er übertreibt ein bisschen mit der Farm und mit den Tieren. Und ich ja, gehe durch das Haus und gehe dort wieder raus. Dort im kleinen Häuschen. Er hat Pferde im Haus, okay, sehr gewöhnungsbedürftig. Hier oben seine Kisten und Öfen und ein netter Portal, das nicht geht. Wir haben eine nette Welt gemacht, damit wir wenigstens netter haben zum Farmen. Und ja, das sind alles so ein bisschen Probleme mit den Plugins im 1.8. Im 1.17 hat immer alles gut geklappt mit den Plugins, aber manche Plugins sind richtig verbuggt und deshalb haben wir kein Warp-Plugin hier drauf. Und auch damit die Spieler dann nicht immer von Kämpfen fliehen. Aber wir benutzen eigentlich immer die Portale in den Hauptplätzen und wichtigen Orten, damit man nicht lange laufen muss und trotzdem warben kann mit den Portalen. So, hier ist eine Mobfalle. Da unten können wir dann XP, also die killen und da unten XP holen.
So, gehen wir kurz runter. Sachen nicht entnehmen gehören Paul Witz und Fighterboy 2000. Okay. So. Tschüss. Ah, nicht das Brot schenken. Das reinluschen wir. So. Runter rauf. Aha. So. Ja, das sind die Blöcke, wo man mit einem Command holen kann. Hier haben wir unten etwas. Was haben wir unten? Ein Besichtigung. Ausstellungsplatz. So. Jetzt kommen wir oben wieder raus. Und hier haben wir dann ein paar NPCs, die einfach das Reich, die Macht ein bisschen zeigen. So ein bisschen auf von Pauli Witz gebaut. König Drago Basler. Lang lebe unser König Drago Basler. Oh, nett. So, dann haben wir hier die Einwanderungsbehörde direkt am Spawn. Damit die Leute, die um unser Reich einfach mal ein bisschen Informationen bekommen und natürlich auch sich vorstellen können, als wieso sie für unser Reich kämpfen wollen und so weiter. Und hier oben hat es dann noch Betten für die, die halt nicht eine Übernachtungsmöglichkeit noch nicht haben. Und hier oben haben wir die Flaggen von unserem Reich. Und eine Anleitung, wie man mehrere Flaggen macht, für die, die es noch nicht wissen. Hier noch ein paar Musikblöcke. So. Komm. Ja, nein, es muss offen sein, weil die nicht OPs können die Tür nicht öffnen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch eine Leiter nach oben im Burgwall. Und hier ist, ja, das Dach ist noch nicht fertig und die Einrichtung ist auch noch nicht ganz fertig. Das Rathaus von der ersten Stadt, wo Pauli Witz eigentlich Macht haltet, Bürgermeister ist. Hier ein Restaurant, da drüben war ein Sekretariat. Hier bin ich wieder ausgestellt, Novolem als Verräter. Achtung, hat eine Armee aus Grashüpfen. Hab ich und Pauli Witz gebaut. Und ja, ist eben hier oben noch nicht eingerichtet. Wir haben es einfach jetzt mal ein bisschen pausiert, weil es recht viel zu arbeiten ist. Und wir gerade keine Lust haben. Und hier ist das Rathausstuhl vom Bürgermeister. Und hier ist der Kannigswirkliches. Anwalt Herr Kannigswirkliches. Genau. So, dann gehen wir noch. Ja, dort drüben hin. Zur Brücke wieder. Jetzt macht jemand Lärm draußen. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Aber wahrscheinlich gar nichts. Ja, hier haben wir die Kasernen, die so richtig kopiert sind. Nein, sie sind nicht kopiert. Sie sind einfach Ding. Und ich gehe mal in eine der Kasernen. Hier haben wir eine kleine Kleintierzucht, die noch kein Dach hat. Hier sind Wachen. Und zwar gehen wir mal kurz hier rein. Dragon Rogobas ist der König. Co-Kommandant. Pauli Witz ist der Kommandant. Und Fighterboy ist der Co-Kommandant. Abstellkammer betreten verboten, weil auch etwas drin ist, das sehr wertvoll ist. Okay. Auf eigene Gefahr, okay. Das ist etwas anderes als verboten, aber trotzdem, es ist. Ja, da könnte ein Golem drin sein, der euch wieder rauswirft. Oh, schlimm. So, dann haben wir hier die automatischen NPC-Farmen. Die NPC ernten hier und gehen zu anderen und geben die Sachen einem anderen. Und weil nur der erreichbar ist, wird der eigentlich hier vollgestopft mit Essen. Und der wirft es wahrscheinlich dann wieder runter oder so. Ich kenne mich da nicht genauso aus. Und eben hier ist alles noch ein bisschen abgeding, weil wir haben hier recht
viele so kleine Seentümpel gehabt und es ist uneben gewesen und so weiter. Sogar die Minimap kommt nicht nach. Hier haben wir auch noch eine Stufe Ding. Und hier ist von meinem Let's Play, das ich momentan am machen bin, das Haus, das auch schon sehr weit ist. Ja, es ist alles noch am Anfang. Der Server ist noch nicht alt. Eine Woche ungefähr. Ja, eine Woche und 3 Tage. Genau. Und deshalb, ja, komme ich nicht so schnell vorwärts, weil ich auch vieles zu tun habe auf dem Server und andere Projekte habe. Und hier sieht noch ein bisschen komisch aus mit dem Weg. Vielleicht wird es noch aufgeschüttet. Ich muss denjenigen fragen, der das gemacht hat. Sollte noch ein bisschen schöner gemacht werden. Da kommen wir gerade dazu. Hier haben wir ein NPC-Dorf, das wir noch ein bisschen ausbauen werden. Und hier haben wir die Mine, das neueste Projekt von mir, das bin ich gerade am Bauen. Das Dach muss noch fertig gemacht werden und hier hinten muss noch reingebaut werden. Ja, das ist so eine ganz normale, eigentlich eine Wildwest-Mine mit eben ein bisschen asiatischen Klängen von diesen Giebeln. Jetzt kommen wir so ein bisschen weg vom asiatischen Richtung Piraten. Hier haben wir nämlich einen Hafen der Piraten. Die Schiffe sind nicht unbedingt piratisch, aber muss nicht alles piratisch sein. Aber hier sind einfach viele Piraten, weil sie einen guten Skin haben und es auch ein bisschen Style hat. Und der Name ist Dratuga, kommt von Tortuga aus vielen Filmen und so. Der Name Tortuga ist immer eigentlich vom Piratenzentrum inspiriert. Also wahrscheinlich war es früher wirklich so. Und deshalb ja, haben wir gedacht, wir machen einfach Dratuga daraus, weil der König ja Drago Basel heißt. Ich auch. Okay. Ja, und jetzt haben wir hier noch eine, was war es, Taverne oder einfach Handelshaus? Ja, Lagerhaus oder so. Taverne fehlt noch, das geht nicht. Ich habe doch gesagt, man sollte eine Taverne bauen. Und ich war ja ein bisschen krank damals. Ja. Wenn jemand Bock hat, darf er es machen. Der natürlich auch die Baurechte hat. So, in jedem dieser Schiffe hat es eigentlich so eine Kajüte hinten. Hier hat es recht OP-Sache, Handelsware. Und hier oben haben wir noch einen Ausguckpirat. Oh, bist du ein bisschen enttäuscht, dass du da oben hocken musst? Oh, du Armer. So, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal ins Magenta-Reich. Von Herr Borgmann, das ist eine Sie, eine Schwester von Herr Dennis aus dem Blauen Reich. Und sie hat hier auch einen Wachturm gemacht, wahrscheinlich der gleiche wie im Grünen Reich. Einfach kopieren, das geht mal gar nicht. Und dieses Teil war mal ganz hoch, aber es war einfach zu störend, dass wir es toleriert haben. Weil, ja, in einer Großstadt dürft ihr Wolkenkratzer natürlich bauen. Aber nicht in einem kleinen, umzäunten Grundstück schon fast nur. Ja, hier haben wir eine Abzweigung, eine Kreuzung. Und in den Häusern hier hat's. Das ist auch nur kopieren. Also bitte nicht immer alles nur kopieren mit Wörtern. So mache ich wirklich Wörter, die draus. Nein, ich bin nicht so böse. Aber es sollte nicht zu viel kopiert werden. Baut lieber selber. Es macht wirklich Spaß, wenn man richtig gut darin ist. Also müsst ihr halt auch üben, damit es Spaß macht. Aber ich finde es richtig spannend. Also ich tue gerne bauen. Ich habe schon viel gebaut hier auf dem Server. Und werde natürlich auch viel mehr noch bauen. So, dann haben wir das. Hier haben wir noch ein Hölleportal. Glaube ich, in die Hölle führt es. Aus irgendwelchem Grund. Und gehen wir zum Blauen Reich. Da haben wir noch, habe ich noch kein Waypoint. Blaues Reich. Das bauen. So.
Ha, hier auch kopiert. Tue ich nicht so gerne zeigen, aber wenn es den Leuten halt ein bisschen zu mühsam ist, heißer bauen, dann kopieren sie halt auch gerne. Ich habe nichts dagegen, aber finde es halt einfach ein bisschen demotivierend, wenn ja, die User nicht mögen bauen. Ich bin einer, der wirklich liebt, Leute liebt, die bauen. Schön bauen für mich, vor allem für andere von meinem Server und für Unbekannte bauen. Und ja, hier hat er, glaube ich, einen See oder ja, Meer. Da sieht man es auf der Minimap. Ein Meer so ein bisschen mit World Edit eingegrenzt. Und hier baut er, der Dennis, der XXX Dennis, XXX mitsamt Arena hier. Und das war's. So, habe gleich geschrieben kurz, weil ich jetzt noch das Video beenden muss. Das war eigentlich alles momentan. Weitere Videos kommen dann, wenn mehr gebaut wurde. Und ja, freute mich, dass ich es vorstellen konnte, durfte, ja, durfte nicht. Aber ja, und wenn die Interesse da ist, alles steht in der Videobeschreibung unten. Und ihr dürft auf den Server, müsst einfach mir ein bisschen etwas beschreiben, damit ihr auf die Whitelist kommt. Es ist Whitelist geschützt. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mit anderen Videos oder was ihr gerade macht dann. Und ja, ich sage bye, bis ein andermal. Tschüss.